Da gibt es einen Stream bei der ARD, da kann man mitdiskutieren. Zack, bumm, Leon ist am Start. Frontiert wird, dass ich zu Hause meinen Frieden haben würde gerne. Und dazu würde ich halt meine Frau und meine Kinder beschützen vor dem ganzen Stress und würde den abfedern so ein bisschen als Mann. Ich kenne genug Frauen, die würden dir einen Stinkefinger zeigen und sagen, du kannst dich mit deiner Meinung sonst wohin verziehen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Auf dem Twitch-Channel ARD ist gerade Mixtalk Rollenbilder. Wann ist ein Mann ein Mann? Klink dich mal rein, da geht die falsche Richtung da irgendwie. Twitch-Channel ARD. Wie soll ich mich da reinklinken, Bro? Klink it in, man, Alter. Ist das offiziell ARD oder was? Gib mir die Klinky-Vibes, Bro. Also ich kann auf jeden Fall meinen Senf dazugeben, auf entspannt. Ja, Digga, Alter. Als ob ARD mich jetzt hier mit reinlässt in Discord oder so. Mann, nimmt man sowas ja in Anspruch. Mehr als Frau. Darum geht's ja auch bei Männlichkeitscoaches. Was hältst du von solchen Coaches, Coachings? Also, negativ oder positiv ist halt schwierig zu sagen. Also dieses negativ oder dieses positive, ich finde es erstmal cool, dass es Männer gibt, die vielleicht irgendwie nicht wissen, wie sie halt irgendwie mit einer Frau reden oder halt einfach nervös sind. Er findet es cool, dass es Männer gibt, die nicht mit Frauen reden können, geil. Viele Dinge, die man wahrscheinlich in so einem Coaching gut lernen kann, was natürlich dann... Oder meinst du, dass es Männer gibt, die denen helfen? So ist, wie man halt die Frau stark erobern soll und wo man wieder bei diesem Alpha-Ding ist, was man halt machen muss, damit man die Frau umgarnt oder so. Alpha-Alien, man. Schon erfolgreich, kann mir aber auch gut vorstellen, dass es halt auch in vielen Hinsicht natürlich einfach Geldmacherei ist und ich glaube, das wird auch gut angenommen. Also es gibt wahrscheinlich auch viele... Rollenbilder, wann ist ein Mann, crazy? Ja, aber ob ich das jetzt positiv... Digga, wie gern würde ich da mitreden, Freunde? Wie soll ich da reingehen? Jemand vielleicht nicht weiß, wie eine Frau ansprechen kann, dass mir sozusagen da geholfen wird. Aber wenn das natürlich wiederum irgendwie großartig ausgenutzt wird und daraus Geld gemacht wird, ist natürlich wiederum was anderes. Schreibt mal in den Chat rein. Nimm mal Leon Lovelock in Discord. Ich habe eine relativ breite Sicht auf die Welt. Ich versuche... Oh shit, was ist das denn? Ein kleines Weltbild hier auf Twitch zu zeigen, welches grundlegend eigentlich für Toleranz und Miteinander steht. Werde leider von gewissen Menschen immer in die Richtung von einem angeblich rechten Token gedrängt, was ich jetzt nicht so schön finde. Und ja, dachte mir, ich gucke heute mal das erste Mal vorbei und gebe mal so ein bisschen meinen Senf mit. Darf man die Frage heutzutage... Dass du hier am Start bist und auch wie... Gendertechnisch bin ich gerade nicht sicher. Kommt gerne zu uns in den Stream. Es ist, ich will hier niemanden misgendern, wenn ich das so sagen darf. Den Button klicken und euch dann durchwählen, richtige Cam und so auswählen und dann einfach mit uns diskutieren. Lexi, ey, wirklich nice, dass du am... Wie, man kann da reinkommen einfach oder was? Wie? Hä? Was kann ich machen? Ey, yo! Gerade gesagt, ich will auch. Ich fand die Frage, was ist ein Mann, interessant, weil ich habe da nicht so ein spezielles Weltbild. Wie kann ich da rein? Wie so manch einer. Wie kann ich da rein? Verbreitet. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich als Transperson vielleicht. Klick den Pfeil, Leon. Welchen Pfeil? Eine Vermutung. In meinem Sinne ist im Prinzip jeder Mann, der sagt, dass er Mann ist, da ist es egal, ob du jetzt ein schlanker Typ bist, der aussieht wie ein Lauch, ohne das jetzt abwertend zu meinen, oder zum Beispiel aussieht wie der übelste Bodybuilder, wie ein Rühe. Ne, beides sind für mich vollkommen hundertprozentige Männer. Oh, ARD, Digga, da werde ich gecancelt, Digga, wenn ich zu viel auspacke. Ja. Digi, es gibt gar keine Anfrage, es gibt nur eine Anfrage, es gibt nur mich, Bro. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da reingehe, geht, ist schon nicht so gering. Außer die machen Research kurz jetzt. Das ist dann aber dummerweise... Du wurdest eingeladen, im Stream zu erscheinen. ...das Frauenbild versuchen zu vermitteln, wo es dann heißt, ja, die Frauen wollen dominiert werden, die wollen einen Arschloch im Prinzip an der Hand haben und hast du nicht gesehen. Das finde ich dann wieder sehr, sehr schwierig, welches eigentlich nicht das widerspiegelt, was so das eigentliche Bild von einem Mann ist, was eine Frau hat. Fuck! Ich brauche Google Chrome, Digi. Warte mal jetzt ganz kurz. Ich bin nervös. Ich habe Herzklopfen. Auch noch oberkörperfrei, Digga. Soll ich ein Shirt anziehen? Warte mal kurz. Ich zieh ein Tanktop an, Bruder. So, wollen wir nicht übertreiben, oder? Backstage in, man, Alter. Okay, was geht hier ab, Digga? Lass den Host wissen, dass du bereit bist, Backstage zu gehen. Dort könnt ihr euch unterhalten, bevor ihr live geht. Okay, Freunde. Kann ich hier reden jetzt, Digga, oder hören die mich hier, ne? Und sonstiges, dass man sich heute an den Kopf fässt und sich denkt, wie... Ich würde gerne noch mal durchwechseln, was unsere Gäste angeht. Bruder, mein Lieber, ich habe mich echt gefreut, dass du mein Gast warst.
Deine Perspektive war mega nice. Vielen Dank, dass du heute da warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bleib gerne noch im Chat am Start. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Danke dir. Bis dann. Ciao. Wie jetzt? So, Freunde, wie immer bei Mixtalk, wir wechseln durch. Ein weiterer Gast aus der Community, wenn ich es richtig sehe. Schönen guten Abend, Leon. Hi. Hi. Tachchen. Guten Abend. Geil. Man hört dich sogar, ohne dass du dich entmuten musst. Das ist ja auch so ein Mixtalk-Issue, ne? Erstmal entmuten, aber bisher heute technisch alles einwandfrei. Wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du? Stell dich kurz für die Community bitte vor. Soweit ganz gut, dankeschön. Ich war gerade zufällig, also ich bin auch gerade am Stream, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich war gerade am Stream und dann ist jemand in meinen Chat gekommen und hat gesagt, da gibt's gerade einen Talk über Männlichkeit und bei ARD und ob ich nicht Lust hätte, da mal reinzugehen, weil ich auch öfter mal in meinem Stream darüber rede. Und dann habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir gedacht, ich gucke einfach mal rein und stelle mal eine Anfrage. Und ja, jetzt bin ich hier. Hey Chat, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen, wie einfach das ist, in diesen Stream zu kommen? Einfach gehört, da gibt es einen Stream bei der ARD, da kann man mitdiskutieren. Zack, bumm, Leon ist am Start. Also, wenn ihr Bock habt, kommt auch zu uns in den Stream. Wie gesagt, unten auf den Beitreten-Button und ab dafür. So, Leon, schön, dass du den Weg jetzt zu uns gefunden hast. Ich freue mich sehr. Was führt dich denn zu uns in den Stream? Also wie gesagt, das waren Leute in meinem Chat, die mir geschrieben haben, da gibt es eine Diskussion über das Thema, was ist ein Mann? Ja. Und ich habe ja öfter in meinem Stream auch schon darüber geredet und deswegen habe ich gedacht, stelle ich eine Anfrage, komme ich einfach mal. Hätte ich nie gedacht, dass ich da jetzt so einfach mitmachen kann einfach. Genau, ja, so einfach geht's. Aber wann ist denn für dich ein Mann? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ach so. Erstmal, meiner persönlichen Meinung nach, ist ein Mann jemand, der halt biologisch als Mann geboren ist. Dann bist du erstmal ein Mann, für mich persönlich. Mhm. Und wenn wir dann zu den Eigenschaften kommen, dann würde ich noch halt ein paar Sachen aufzählen, wie, also für mich ist ein Mann auch ein Beschützer, auf eine gewisse Art und Weise. Ich denke, ein Mann sollte auch seine Frau und seine Familie, seine Kinder beschützen auf eine gewisse Art und Weise, weil wir halt biologisch einfach so gemacht sind, dass wir stärker sind oder mehr Muskeln haben. Und deswegen finde ich, ein Mann ist auch dafür da, Frauen generell, nicht nur seine eigene Frau, sondern Frauen generell auch zu beschützen, wenn es drauf ankommt. Und halt so Sachen wie auch, dass man ehrlich ist, dass man versucht, Gutes zu tun, dass man nicht lügt und solche Sachen, also so ganz normale Sachen, die aber auch bei einer Frau zutreffen würden, jetzt nicht nur bei einem Mann, meiner Meinung nach. Aber ich finde halt, ein Mann ist schon jemand, also in meiner Welt ist ein Mann auch jemand, wenn es jetzt um Familie geht, der so ein bisschen auch der Leader ist, also der das ganze Thema auch ein bisschen führt und der dafür sorgt, dass es der Frau zu Hause und dem Kind zu Hause gut geht. So, das ist für mich eine sehr wichtige Sache und ich glaube auch noch, also ich bin noch einer, der relativ traditionell eingestellt ist und mehr so an der traditionellen Rollenverteilung auch festhält und es für mich sich einfach stimmig und gut anfühlt. So. Also es ist auf jeden Fall eine andere Perspektive. Gina, du guckst so, als würdest du was dazu sagen wollen. Gerne, ich bin immer offen für Diskussionen auch. Ja, ich habe erst zugehört und war dann so bei den bei Lieder, dachte ich so, okay. Das mit dem Beschützen, das wird ja auch sehr oft gesagt. Dass, aber ich finde erstmal so, jeder kann ja so seine Meinung haben. So, das ist ja so das persönliche Empfinden von, was ist so meine persönliche Definition davon. So, bei Lieder finde ich das immer schwierig, weil ich mir denke, okay, die Männer, die leiten, die führen ganz viele Männer in bestimmten Positionen, machen sehr viel Mist. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau die Definition ist eines Mannes. Ich habe immer so, sobald ich so Lieder höre und die Führung übernehmen, da habe ich direkt so ein Bild von bestimmten Männern, die einfach ja komplett das Sagen haben wollen und die denken so, alles, was sie sagen, ist das Nonplusultra. Und alle anderen sind halt Anhängsel, so nach dem Motto. Aber vielleicht liegt auch nur an mir und diesen Begrifflichkeiten, weil die so oft in bestimmten Podcasts immer so fallen. Deswegen sind die für mich so negativ assoziiert. Also für mich persönlich ist es immer wichtig, dass das von einem, also ich will ein guter Mensch sein mit einem guten Herz, der gute Intentionen hat bei den Dingen, die er tut. Und wenn ich quasi der Leader von meiner Familie bin, dann mache ich das von einem guten Herzen aus. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich ja
gute Entscheidungen treffen möchte für die Familie, damit die Familie in eine gute Richtung reingeht. Also ich finde, ich versuche das halt so zu, also das ist in meinem Kopf so. Wenn du jetzt natürlich jemand bist, der vielleicht negative Intentionen hat, dann kann das vielleicht in eine negative Richtung reingehen. Aber für mich persönlich, ich will ja meine Familie beschützen am Ende des Tages und ich will ja, dass meiner Familie gut geht und dass es halt langfristig einfach harmonisch ist und ich denke halt, aber was genau meinst du denn mit beschützen? Also beschützen inwiefern? Also erstmal physisch auch, wenn irgendwas ist. Also wenn jetzt ein Einbrecher kommt zum Beispiel, dann will ich natürlich derjenige sein, der sich da hinstellt und der damit mit der Situation dealt quasi, damit meine Frau oder meinem Kind nichts passiert. Zum einen. Mhm. Und zum anderen auch beschützen. Also ich bin auch jemand, der sagt, ich möchte in allen Belangen mich um meine Familie kümmern. Finanziell, sicherheitstechnisch, zukunftstechnisch. Das ist für mich auch beschützen. Ich will halt ein harmonisches Zuhause haben. Ich möchte, dass es meiner Frau und meinem Kind gut geht und dass sie sich nicht so viel Sorgen machen müssen und nicht mit so vielen Problemen konfrontiert werden, weil ich halt in der Welt schon selber, gerade auch auf Social Media und so, mit sehr vielen Sachen konfrontiert werde, dass ich zu Hause meinen Frieden haben würde gerne. Und dazu würde ich halt meine Frau und meine Kinder beschützen vor dem ganzen Stress und würde den abfedern so ein bisschen als Mann. Ich hätte da auch mal eine Frage. Genau, ganz kurz, eine nach dem anderen. Lexi, was sagst du denn dazu, was Leon gerade beschreibt? Ja, ich finde das schon ganz wild anzunehmen, dass im Prinzip jede Frau irgendwo beschützt werden will. Ja, ich kenne genug Frauen, die würden dir einen Stinkefinger zeigen und sagen, du kannst dich mit deiner Meinung sonst wohin verziehen. Besonders, und bei mir aus der Gothic-Szene, da gibt es zwar sehr zarte, kleine, zierliche Pippis, na, aber da habe ich schon gesehen, wie die ganzen Hühnen, die Kauleiste poliert haben. Na, also bloß, weil jetzt eine Frau zierlich ist und vielleicht im ersten Moment so wirkt, als wenn die jetzt sich nicht verteidigen kann, sollte ich so eine Frau nicht unterschätzen und schon gar nicht davon ausgehen, dass sie unbedingt von mir beschützt werden will. Weil das ist schon wieder übergriffig und sorgt dafür, dass du dich über sie stellst und dafür sagst, dass du besser weißt, was für sie richtig ist. Die Frau wird doch wohl selber wissen, was sie will und wann sie das will. Also von daher, ich sehe das nicht so ganz mit dem Beschützen. Es ist ein nobler Ansatz, auf jeden Fall, dass ich als Partner bzw. Partnerin meine andere Hälfte beschützen möchte. Das ist klar, das verstehe ich. Ja, aber das geht halt von beiden Seiten aus. Und ein Mann sollte sich nicht erdreisten zu sagen, ich muss beschützen, ich muss es ranbringen. Wenn die Frau zum Beispiel selber arbeiten gehen will und sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt zu Hause sitzen und Kinder hüten, ich möchte mich auch selbst verwirklichen, dann ist das auch ihr Recht und auch in der Beziehung. Ja? Schließt es aber ja nicht aus, was ich gesagt habe, dass sie arbeiten geht. Ich sage ja nicht, dass sie zu Hause bleiben soll und nicht arbeiten geht. Und auch zu deinem Beispiel mit dem Mädel, mit den Mädels, die du aus der Gothic-Szene kennst, die mir jetzt den Mittelfinger zeigen würden und sagen würden, du hast keine Ahnung. Wenn ich auf der Straße sehen würde, wie ein Mann die angreift, würde ich sie beschützen. Und das ist nicht übergriffig oder so, das ist einfach meine Aufgabe als Mann, meiner Meinung nach, wenn ich sehe, dass Unrecht getan wird, gerade einem Schwächeren gegenüber, dass ich mich dazwischen stelle und dass ich auch meine eigene physische Unversehrtheit riskiere in dem Moment für eine Frau. Weil auch wenn, also meiner Meinung nach, es ist halt einfach so, dass du ja selber auch beschrieben hast, dass Frauen ein bisschen zierlicher sind, vielleicht nicht so viel Muskelmasse haben, vielleicht auch nicht so groß sind. Und wenn ein Mann eine Frau angreifen würde, dann muss ich mich doch dazwischen stellen und helfen. Das ist doch nicht negativ. Also ich finde das nicht. Verstehe mich nicht falsch. Der Ansatz, einer Frau helfen zu wollen, der ist vollkommen okay. Das meine ich nicht. Sich aber über sie zu stellen und für sie zu bestimmen, wann sie Hilfe braucht und wann nicht, in einer Beziehung oder so, das finde ich kritisch. Ne? Also nee, das mache ich ja nicht. Dann lass uns doch mal, das wollte ich gerade sagen, Leon, machst du ja nicht, dann lass uns doch mal genau da ansetzen, Lexi, weil der Chat läuft auch über gerade, auch an Fragen für Leon und so, dann kannst du deine Position vielleicht besser erklären, Leon. Ich finde die Diskussion übrigens gerade sehr gut. Das macht Mixtalk aus, dass wir hier miteinander aus verschiedenen Perspektiven sprechen und die da auch aushalten. Übrigens, Chat, bitte reißt euch ein bisschen zusammen, ne? Es geht hier ja darum, jede Meinung, dass wir hier jede Meinung hören können und uns nicht gegenseitig diffamieren oder so. Da möchte ich jetzt gerne mit euch ansetzen und diesen Diskurs einfach produktiv weiterführen, vor allem auch konstruktiv weiterführen. Im besten Fall kommt da am Ende sogar was Zählbares bei rum. Genau, lass uns da mal ansetzen. Erklär mal dein Bild, Leon. Was lachst du? Ich sehe gerade im Chat, viele fühlen sich davon angegriffen, was ich gesagt habe, irgendwie, obwohl ich verstehe gar nicht, warum. Gut.
Ja. Aber dann lass mal kurz darüber sprechen. Also ich sehe hier zum Beispiel einen Kommentar, weil du es gerade auch wieder hattest und Lexi auch beschützen und so, von Sadako. Er oder sie fragt, darf ich als Frau dann niemanden beschützen? Doch, na klar. Leon. Also meiner Meinung nach, gerade wenn es um die Kinder geht zum Beispiel, ist es so, dass die Frau da extrem ist. Also die möchten ja, die würden ja ihr Leben geben fürs Kind auch. Ne? Auch in der Tierwelt zum Beispiel. Egal wo, wenn eine Frau ein Kind bekommt und dem Kind irgendwas passiert, würde sie ihr Leben dafür geben. Also Frauen können genauso beschützen wie Männer auch. Ich sag nur, wenn es halt irgendwie darum geht, dass ein Mann eine Frau angreift, dann wird es halt unfair. Und dann finde ich, dann muss man, wenn man in der Lage dazu ist, halt auch beschützen. Ich finde, da ist nichts Negatives dran. Oder wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, ich will noch ein Beispiel geben, wenn zum Beispiel Krieg ausbricht, oder wenn die Titanic untergeht, dann kommen Frauen und Kinder zuerst auf die Boote und ich finde das auch richtig so. Ich finde das richtig Gina, so. Gina, du hast gerade schon mit den Schultern so, du willst was sagen, ich sehe das, ich sehe es dir an, direkt dazu wahrscheinlich. Ja, ich finde das so faszinierend, dass, also Leon, du hast direkt dann genommen, natürlich können Frauen beschützen, zum Beispiel die Kinder. Also direkt so dieses, okay, Frauen gleich Kinder beschützen wie Tierwelt und dann denke ich mir so, okay, also warum haben so Männer diesen Begriff Schützen für sich so gepachtet? Dann stelle ich mir die Frage, okay, vor wem müssen Frauen geschützt werden? Dann kommt ganz oft so von anderen Männern und dann frage ich mich so, okay, wenn Männer sagen, Frauen müssen vor Männern geschützt werden und Männer gleichzeitig sagen, Männer sind nicht so das Problem, dann ist irgendwo so ein Fehler in der Matrix oder ich kann nicht richtig denken. Und genau dasselbe, wenn man ja auch sagt so, ja, ich möchte nicht, dass du in den Club gehst oder dass du dies und jenes machst, weil da sind komische Männer und ich weiß, wie die Männer drauf sind, denke ich mir mal so, ja, hört ihr euch selbst eigentlich zu? Und auch bei Leon, also die Sachen, die du so aufgezählt hast, so was die Attribute sind für einen Mann, in dieser ganzen Aufzählung kam so gar nichts Soziales, Zwischenmenschliches. Also das war so, okay, ich möchte sie schützen, so vor, keine Ahnung, der Welt, ich möchte finanziell stabil sein und so weiter und so fort. Ich habe eben darüber gesprochen, emotionale Intelligenz. Also es kam gar nicht so, okay, ich möchte dafür sorgen, dass ich total der empathische Mensch bin, dass ich Mitgefühl habe, dass ich meine Frau nicht die ganze Hausarbeit machen lasse, dass ich ihr eine Stütze bin in diesen und jenen Sachen. Also das hat für mich so komplett gefehlt, deswegen war ich so, okay, also check ich. Aber die Sachen, die ich aufgezählt habe, die sage ich ja aus, also ich mache das ja aus Liebe heraus. Ich möchte mich ja kümmern, weil ich meine, das ist ja emotional, das ist ja zwischenmenschlich, das ist ja sozial, das ist ja Liebe. Ich mache das ja nicht, weil ich denke, ich bin jetzt besser als du und ich muss dir unbedingt zeigen, dass ich besser bin als du. Nee, ich mache das, weil ich die Möglichkeit habe. Und dann mache ich das, weil ich möchte, dass es dir besser geht. Das ist ja der Ansatz dahinter. Es ist ja nicht aus einer, das hört sich immer so negativ an. Dieses Bild, also dieses, was wir Männer automatisch biologisch in uns verankert haben, dass wir uns um andere Menschen kümmern wollen. So auf diese Art und Weise zeigen wir auch Liebe, dass das so negativisiert wird und so als negativ hingestellt wird, dass weil ich mich um meine Familie kümmern möchte und weil ich meiner Frau den Rücken frei halten möchte und meine Kinder beschützen möchte, bin ich jetzt ein schlechter Mann. Oder ein toxischer Mann. Nee, ich finde gar nicht, dass das negativ ist. Also ich finde das super, wenn Männer sich um ihre Familie kümmern wollen und wenn die sagen, okay, ich möchte, beziehungsweise das mit anderen Worten ist es ja eher so, ich möchte, dass der finanzielle Rahmen so entspannt ist meistens, dass die Frau und die Kinder sich keine Gedanken machen müssen. Und da fehlt mir halt in diesem Part dieses, okay, das ist super, dass ich habe eben von meinem Vater gesprochen, der hat auch sich um alles gekümmert, so, und so geschaut, dass wir alle gut aufatmen können. Und da würden viele sagen, okay, das ist so ein richtiger Mann, aber dafür habe ich halt keine emotionale Beziehung zu dem. Und ich finde, das ist voll essentiell und das ist das, was dann eher von meiner Mutter gekommen ist. Und das ist ja oft so in Familien, dass dann die Mutter diesen emotionalen Part übernimmt. Und dann ziehen wir eben Jungs groß, die dann auch alle sagen, ja, ich möchte meine Familie schützen, ich möchte halt ein Leader sein, machen dasselbe, was ihre Väter gemacht haben und wundern sich dann, dass die Kinder älter werden, erwachsen werden und keine richtige Verbindung zu ihrem Vater haben, weil dieses Emotionale ist ja voll essentiell, also generell für zwischenmenschliche Beziehungen, meiner Meinung nach. Lexi, was sagst du denn dazu? Sehe ich übrigens genauso. Wollte ich nur kurz dazu sagen. Ich versuche dann alles noch so ein bisschen zu verarbeiten. Wie gesagt, ich... Oh, okay. Was genau?
allgemein alles, was bisher so gesagt hat. Gehen wir mal wieder zurück. Wie gesagt, wenn egal, wie du deine Beziehung jetzt gestaltest, das auf Beidseitigkeit beruht und dass beide Seiten das möchten, ist es vollkommen okay, wenn dieses uralte Rollenbild in der Beziehung stattfindet. Da habe ich gar nichts Problem damit. Ne? Ich habe ja auch bloß im Endeffekt von meiner Seite aus gesprochen und dass ich andere Menschen kenne, die das halt nicht möchten. Ne? Ich würde auch nicht wollen, dass sich jemand vor mich direkt hinstellt und mich versucht zu beschützen. Ich denke, ich kann mich ganz gut alleine beschützen. Genauso wie, dass ich Mädels kenne, die das genauso wenig wollen. Ne? Und dass man halt da nicht so grob pauschalisieren kann. Ne? Auch wenn es um Leben und Tod geht zum Beispiel? Warum kann ich mich nicht selbst beschützen, wenn es um Leben und Tod geht? Nee, kannst du ja, aber würdest du nicht wünschen, dass dir jemand hilft? Ich finde es so krass, dass du nicht möchtest, dass dir jemand hilft oder dass dich jemand unterstützt. Du redest jetzt gerade von Zivilcourage und nicht von einem Beziehungsbild. Ruhig. Wenn ich jetzt gerade emotional gemacht habe, tut mir leid. Nee, also kein Problem, aber der Ton sollte stimmen. Ja, du redest jetzt gerade von Zivilcourage und dagegen sagt keiner was. Gegen Zivilcourage sagt keiner was und hat auch keiner was dagegen. Wir reden jetzt gerade von einer normalen Beziehung. So in einer Beziehung gibt es Menschen, die sagen, ich möchte mich nicht bevormunden lassen und mir sagen lassen, dass der Mann jetzt für mich entscheidet, wann er sich schützend vor mich hinstellen muss und wann nicht. Darum geht's. Das ist aber ein Instinkt, weißt du, wie ich meine? Also wenn meiner Frau irgendwas passiert, dann möchte ich doch beschützen. Das ist ein Instinkt, der ist in uns verankert. Warum ist das, also ich sag ja nicht, ich drück dir das ja nicht, also es ist einfach ganz normal, dass wenn meiner Frau irgendwas passiert, dass ich dann helfen möchte. Egal, ob es jetzt um Physisches geht oder um Emotionales oder, ich möchte ja, dass es meiner Frau gut geht. Warum ist das schlimm, Darum ging's doch gerade gar nicht. Leute, mal ganz kurz. Ich möchte aber was ist daran bevormunden? Ich möchte nur wissen, warum ist es bevormunden? Wenn ich mich. Warte mal kurz, bitte. Ja. Ganz kurz. Ich muss ganz kurz transparent machen. Wir haben jede Menge Leute, die hier in diesen Stream wollen. Und es tut mir unfassbar leid, dass ich diese Diskussion jetzt ein bisschen unterbrechen muss. Deswegen würde ich ganz gerne noch Lexi den letzten Take geben. Und dann holen wir noch jemand anderen zu uns in den Stream und können dann gerne auch noch über das, was du gesagt hast, Lexi, weiter diskutieren. Auch du dann, Leon, nochmal drauf reagieren. Lexi, sei dann gerne im Chat am Start, weil wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Deswegen brauchen wir gerade ein bisschen Struktur. Also Lexi, kurz dein Take, kurz bitte dazu noch und dann tauschen wir nochmal durch. So, dann ganz kurz mein Take, solange alles einvernehmlich ist, ist alles vollkommen okay. Okay, gut, Lexi, ey, das war ein kurzer Take, aber dann sei gerne noch im Chat am Start. Ich glaube, dass das wäre ganz nice für viele hier. Okay, Lexi, hey, ich danke sehr, dass du hier warst und deine besondere Perspektive geteilt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Ciao. So, wir tauschen durch und wir haben einen neuen Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ein geladener Gast diesmal. Ja, danke. Moin. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ich heiße Fabian und arbeite an einer Fachhochschule in Kiel. Bin da Professor für Theorien der sozialen Arbeit und Gender Studies. So, endlich einen Experten im Stream, oder Chat? Ach ja, endlich jemand, der es uns erklären kann. So, Fabian, ich würde übrigens, Chat, wenn ihr jetzt Fragen an Fabian habt, Fabian forscht und unter anderem zu Männlichkeit, also forscht wissenschaftlich dazu, das heißt, der kann euch einige Sachen auch noch beantworten. Möchte aber gerne als Einstieg an dich, Fabian, mit einer Frage starten, und zwar du als Männlichkeitsforscher. Was macht denn ein Mann in seiner Rolle für dich heute insgesamt aus? Wir haben ja heute schon sehr viele Perspektiven gehört, auch jetzt von Leon und Gina und Lexi, aber was ist es für dich aus der wissenschaftlichen Perspektive, falls man das sagen kann? Naja, ich meine, das sind ja ganz viele Perspektiven heute schon aufgemacht worden, und im Grunde genommen würde ich mich darauf zurückziehen, dass genau das in der Vielheit, was heute schon gesagt wurde, Männlichkeit ausmacht. Also wir haben ja ganz viele Leute gehört, die eben sagen, also Leon setzt sich da in irgendeiner Form mit auseinander mit seiner Männlichkeit, Lexi setzt sich mit seiner Form von Männlichkeit auseinander. Und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Dimensionen. Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, ehrlich gesagt, bei der bisherigen Diskussion, ist, dass das ja nicht immer nur so ganz private Sachen sind, sondern dass das ganz viele Themen sind, die auch in der Gesellschaft vorgegeben werden, in Familien weitergegeben werden, von Vätern weitergegeben werden, dann aber auch von Medien weitergegeben werden, wo dann irgendwelche besonderen Männlichkeitsbilder
besonders viele Follower haben oder besonders männlich dargestellt werden. Und so glaube ich, dass wir noch mal mehr darauf gucken müssen, was eigentlich die Gesellschaft für einen Einfluss auf uns einzelne Personen hat und wie wir dann als einzelne Personen mit diesen Vorgaben über Männlichkeit gut umgehen können oder eben auch nicht gut. Ne? Also ich habe ganz viel in meiner Tätigkeit geht auch darum, heute ist ganz häufig schon dieser Begriff von der toxischen Männlichkeit gefallen. Und ich finde, dass der eigentlich ein bisschen ungenau ist, weil also man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift. Ne? Also bis wann sind denn Verhaltensweisen, zum Beispiel gerade hat Leon davon gesprochen, so andere Leute zu beschützen. Das kann einfach ein ganz normaler, ein mitmenschlicher Move sein. Wenn das dann aber dazu geht, dass man da sehr dominant auftritt, andere Leute herausfordert, und das meine ich jetzt, das will ich dir gar nicht zuschreiben, ne? Dann ist ab irgendeinem Punkt ja dieser Beschützerinstinkt, wie du es genannt hast, tatsächlich auch toxisch, weil man damit eigentlich niemanden mehr beschützt, sondern auch andere Leute angreift. Und diese ganzen gesellschaftlichen Debatten, die sind mir noch ein bisschen zu kurz gekommen heute. Also ich will nicht noch eine weitere Perspektive beitragen, was ich jetzt denke, was Männlichkeit ist. Ich glaube, das führt zu nichts, ehrlich gesagt. Okay, kein Problem, aber dann wäre es interessant, auf jeden Fall von dir zu hören, was hat denn die Gesellschaft für einen Einfluss und wie wird das denn überhaupt weitergetragen? Wenn du das, was du jetzt angekratzt hast, einfach mal so ein bisschen detaillierter beschreibst, weil damit leben wir ja alle sozusagen, ne? Ja, genau. Also wenn wir uns mal das Aufwachsen von Jungs angucken, dann kriegen die ja irgendwann mit, dass es da möglicherweise biologische Geschlechter gibt und zu denen ordnen sie sich entweder zu oder sie ordnen sich da irgendwie nicht dazu zu. Das bedeutet, wenn sie dann sehen, okay, da gibt's weibliche Bezugspersonen, Mütter oder Erzieherinnen in der Kita, das sind ganz überwiegend Erzieherinnen in der Kita oder in der Grundschule sind es auch ganz häufig Frauen, denn gibt es die Tendenz dazu, dass Jungs möglicherweise denken, aha, okay, das ist, also unsere Gesellschaft tickt ja überwiegend noch relativ binär. Ne? Also die meisten haben die Vorstellung, es gibt halt Männer und es gibt Frauen. Die ganze queere Debatte wird stärker, finde ich gut, also dass Geschlechter divers sind. Aber wenn Jungs eben aufwachsen und sie orientieren sich an diesem zweigeschlechtlichen Bild, finden dann ganz viele weibliche Vorbilder, sagen sich aber, aber das ist ja das andere Geschlecht, da muss ich mich wohl offensichtlich anders verhalten. Dann kommt es natürlich darauf an, haben sie gute männliche Bezugspersonen und wie definieren diese männlichen Bezugspersonen ihre Männlichkeit? Oder sind die Jungs vielleicht angewiesen darauf, dass sie ihre Männlichkeit orientieren an irgendwelchen Vorbildern aus irgendwelchen Games oder aus dem Hip-Hop, also der Hip-Hop, also bestimmte Hip-Hop-Richtungen, die sind ja wirklich, also da wird ja wirklich eine ziemlich dominante Männlichkeit gelebt und so weiter. Und wenn Jungs sowas dann unreflektiert übernehmen, dass sie dann eben sagen, okay, da gibt es weibliche Bezugspersonen, daran kann ich mich in meiner Männlichkeit aber nicht orientieren. Mir fehlen aber auch so die männlichen Bezugspersonen aus meiner Nähe, dann greife ich mal zurück auf das, was da so in Online-Welten, in Hip-Hop oder sonst was rumfleucht. Und dann ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass die Männlichkeit wirklich so reduziert wird auf dieses ganze Dominanzgebaren und diese ganze Gewalt und dieses, ich muss stärker sein als Frauen und ich muss aber auch stärker sein als andere Männer. Da habe ich aber mal eine Frage, weil das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Punkt oder Punkte, die du da beschreibst. Gina, wie bist du denn groß geworden, wenn du jetzt auch das gerade betrachtest, was Fabian hier beschrieben hat? Wie bist du mit welchem Männlichkeitsbild bist du groß geworden? Wie hast du dich da eingeordnet auch? Also ich bin ja in Ghana geboren und dann nach Deutschland gekommen. Und bei uns in der Familie hat eher die Frau eine sehr starke Rolle. Es gibt ja auch. Wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst? Ich war 3. Und trotzdem also bist hatte du meine Mutter. Ja. Wie bitte? Kindergarten gegangen. Bist du noch in den Kindergarten gegangen? Ja, genau. In Deutschland dann? Ja, okay. Genau. Okay. Und bei mir war das immer so, dass meine Mutter war eigentlich so Oberhaupt oder ist Oberhaupt der Familie. Und das ist auch sehr stark in meiner Familie generell so, dass die Frauen eher dominant, also, was heißt dominant?
die Frauen, die managen alles. Die sind halt da, die sind aktiv da, ab und zu gibt es die Männer dann auch, aber spielen ein bisschen so eine Nebenrolle, haben sich eher so, wie Leon auch gesagt hat, also so um das Finanzielle so gekümmert und so den Rahmen, aber so das Haus so gefüllt mit Liebe und alles, das waren dann immer die Frauen. Aber ich muss ehrlich sagen, bei uns in der Kultur ist es so, dass also das Patriarchat hat sehr gewütet bei mir zu Hause und ich wurde so großgezogen, dass so, wenn man als erstes Kind eine Tochter bekommt, dann wird die Tochter so erzogen, dass wenn der Mutter etwas passieren sollte, dann kann ich Ersatzmama sein. Und ich habe einen Bruder und noch eine Schwester, die ist die Jüngste. Und mein Bruder, der ist halt der kleine Prinz einfach. Also der musste nie was machen, der musste nicht aufräumen, der musste nicht putzen, gar nichts, weil ist halt ein Junge. Und die Tochter bzw. die Mädels, die müssen das alles machen, weil das deren Rolle ist. So, heute kann ich mit meiner Mutter darüber reden und die sagt auch, dass sie das bereut, dass sie uns so großgezogen hat, aber sie kannte das eben so von zu Hause. Sie würde das jetzt nicht mehr machen. Und meine Schwester, die hat ein Kind bekommen und jetzt sieht mein Neffen ganz anders. Da merkt man schon, also das Rollenbild hat sich geändert und er kriegt schon ganz jung mit. Da werden über Emotionen geredet, über Grenzen setzen geredet, was er mag, was er nicht mag. Er wird genauso involviert in die ganzen Haushaltssachen und so weiter. Und für meinen Bruder ist es natürlich voll schwierig, manchmal mit gewissen Mädels über bestimmte Dinge zu reden, weil der halt ein sehr gewisses Bild hat von, okay, Mama hat alles gemacht, Mama hat immer gekocht, wenn irgendwas ist, war halt Mama da. Und ich glaube, das wird dann schwierig, sich in dieser Welt dann zu bewegen und zu erwarten, dass man eine Frau findet, die dann so ist wie Mama. Weil das Gefühl habe ich oft, wenn Männer so darüber reden, die möchten die klassischen Rollenbilder, dass sie eigentlich ihre Mutter daten wollen, ohne die zu daten. Die wollen diese bedingungslose Liebe haben, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Und Mama kümmert sich. Das ist ja ein sau interessanter Ansatz. Also was ganz anderes. Aber was es uns ja auch zeigt, ist das so ein bisschen, was Fabian ja gerade auch beschrieben hat. Die Gesellschaft ist halt maßgeblich, also Sozialisierung und so, ist maßgeblich daran, maßgeblich daran beteiligt, dass wir... wie wir uns verhalten und was wir für ein Bild von uns und unserer Umwelt und Rollen haben und so weiter, finde ich sau interessant. Ich würde gerne noch mal wechseln. Darf ich ganz klar? Klar, ich würde kurz, ja, ich kurz Gina noch mal wechseln, aber bitte deinen Take kurz, ja. Ja, genau. Ich möchte tatsächlich, ich habe gerade eben gesehen, dass der Chat da ein bisschen explodiert ist. Ich habe bin eingestiegen mit einer Missgenderung und das tut mir leid. Das ist tatsächlich, und ich finde, das ist aber auch ein Ausdruck davon, also ich bin halt tatsächlich auch relativ binär sozialisiert worden. Ich übe mich tatsächlich natürlich ein in die ganze queere Community und dann rutscht mir an solcher Stelle das falsche Pronomen raus und tatsächlich tut mir das leid. Ich glaube allerdings, wir sollten über sowas auch offen reden können. Ne? Also wurde im Chat gesagt, bitte entschuldige ich doch dafür, mache ich total gerne. Und ich glaube einfach, dass wir da oder ich hoffe da auf Fehlerfreundlichkeit auch bei anderen. Also tatsächlich Entschuldigung, das war überhaupt nicht irgendwie böse gemeint. Genau, was wollte ich noch kann kurz ich, sagen? Kann ich auch noch kurz was dazu sagen, was Fabian gesagt ja, hat? Ja, ganz vorhin? Kurz, ganz ah, ja. kurz nochmal abstufen. Wir müssen alles nacheinander. Hier wird sonst wirklich ein Chaos. Also erstmal Fabian, finde ich bockstarkes Ding, dass du es selbstständig irgendwie gesehen hast im Chat und dich jetzt auch noch dafür entschuldigt hast. Das ist also wirklich starke Aktion. Ich glaube auch Lexi ist überhaupt nicht mehr böse, gerade nach der Entschuldigung. Jetzt tauschen wir kurz Gina gegen einen neuen Gast aus. Leon, dann darfst du und dann machen wir weiter. Gina, vielen Dank, dass du da warst. Deine Perspektive, gerade der letzte Take, war mega interessant. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und sag vielen Dank. Euch auch. Ciao, ciao. Ciao, Gina. Mach's ciao. Gut. So. Jetzt direkt hier. Ah, Lea, grüß dich, ein bekanntes Gesicht. Ja. Schönen guten Abend. Stell dich doch mal für die vor, die dich noch gar nicht kennen. Genau, ich bin Lea, ich bin eine Transfrau, die hier auf Twitch streamt und beschäftige mich natürlich dahingehend auch viel mit dem Thema, habe da natürlich auch persönliche Erfahrungen zu, weil natürlich auch ich in meiner Jugend oder auch jetzt noch männlich gesehen oder männlich gelesen werde von vielen Personen. Und das eben deswegen da natürlich auch so eine Erfahrung habe, wie das so ist, so sozialisiert zu werden. Okay, behalt dir das im Kopf, Sozialisierung und so, darüber möchte ich gleich reden, aber vorher will ich Leon, weil der jetzt auch schon wieder so lange wartet, die Chance geben, das zu sagen, was du eigentlich sagen wolltest. Leon, worauf wolltest du nochmal eingehen?
Ich wollte nochmal auf die Vorbilder drauf eingehen, was der Fabian angesprochen hatte. Und ja, dass es leider heutzutage viele Leute gibt, die sich an falschen Vorbildern orientieren. Und das sehe ich ganz genauso, egal ob männlich oder weiblich. Ich glaube, dass es heutzutage leider sehr viele Menschen gibt, gerade in der Öffentlichkeit, auch was das Thema Hip-Hop, Rap und auch andere Geschichten angeht, die nicht wirklich gute Vorbilder für unsere Kids oder für die Jugend sind. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Vorbilder gibt. Ich bin zum Beispiel auch ohne Vater groß geworden und hatte auch selber persönlich mein Problem mit dem Thema Männlichkeit dadurch, weil ich nie eine Männerrolle in meinem Leben hatte, die mich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise großgezogen hat, sondern ich wurde eigentlich nur von meiner Mom großgezogen und da bin ich auch stolz drauf. Ich liebe meine Mutter über alles. Aber trotzdem hatte ich dann im Jugendalter oder wenn ich dann junger Mann geworden bin, ein bisschen Probleme damit zu verstehen, was ein Mann eigentlich ist. Und ich hatte nie ein Vorbild, der mir vorgelebt hat, wie man ein Mann ist. Und dadurch habe ich mir dann auch teilweise wirklich falsche Vorbilder auch gesucht gehabt und mich daran orientiert und habe das dann aber auch zum Glück im Alter dann auch gemerkt. Was ich immer glaube ist, man da, also ich bin zum Beispiel einer persönlich, der sich nicht mehr versucht, so viel zu beeinflussen lassen von allem, was um mich herum passiert. Weil ich glaube, dass wir, ich glaube an Gott und ich glaube, dass wir auf eine gewisse Art und Weise in uns drin schon die Wahrheit spüren können, wenn wir uns abkapseln und wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und wenn wir eine gute Beziehung mit uns selbst aufbauen. Und das mache ich mittlerweile durch Beten, Meditation, Yoga machen etc., so dass ich immer mehr zu meinem wahren Menschenkern finde und automatisch auch weiß, was das Richtige ist. Und da würde ich oder da versuche ich auch meine Zuschauer zu anzuregen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und eine gute Beziehung mit sich selbst aufzubauen, weil das ist eigentlich die Basis für jede andere Beziehung, die du in deinem Leben führst. Genau, du sagst es. Also erstmal sich selber lieben, bevor man auch andere lieben kann, ist ja so diese klassische Herangehensweise. Ich habe tatsächlich, weil du es auch gerade, Leon, angesprochen hattest, dass du ohne Vater aufgewachsen bist, das tut mir sehr leid übrigens, einen Kommentar gefunden von Dr. Fist Respect. Er oder sie schreibt, welche Gründe begünstigen diese sogenannte toxische Maskulinität? Ist es ein Problem, dass die Väter seltener zu Hause sind? Oder dass Schulen feminisiert, also mehr Lehrerinnen da sind und sie insgesamt kaum männliche Vorbilder haben. Die Frage gebe ich gerne direkt mal an Fabian weiter. Lea, du danach. Ja. Also ich glaube, es ist zu kurz gehüpft. Also nee, ich fange andersrum an. Also natürlich kann es einen Einfluss haben, wenn eben die Väter fehlen. Und natürlich kann es einen Einfluss haben, wenn es überwiegend weibliche Bezugspersonen gibt. Ich glaube, das insgesamte Problem ist aber tatsächlich immer noch diese dominante Idee, dass Männlichkeit tatsächlich so viel mit Dominanz zu tun hat. Also wenn wir uns angucken, was allgemein menschliche Eigenschaften wären, dann wäre es natürlich so, dass Menschen zum Teil Dominanz ausüben wollen. Also sie wollen Stärke haben, sie wollen gut in etwas sein, sie wollen im Sport gewinnen. Das ist alles erstmal nicht so das Problem, wenn auf der anderen Seite so eine Balance steht, dass es auch mal kein Problem ist, sich unterzuordnen, einfach mal irgendwo mitzumachen, nicht immer der Größte sein zu müssen, nicht immer den höher, schneller, weiter zu sein und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich tatsächlich so einer balancierteren Männlichkeit bedarf und nicht immer nur diese einseitigen Eigenschaften benannt werden sollten, sondern tatsächlich zu gucken, was wären da Eigenschaften, die dann noch fehlen, um tatsächlich so das vollständige Bild abzubilden. Lea, du bist jetzt zu uns in den Stream gekommen. Sorry, dass du so lange warten musstest, aber es ist gerade wirklich ein bisschen Stress im Chat und so. Was führt dich denn hier zu uns in den Stream? Also was ist der genaue Grund? Was möchtest du loswerden? Genau, ich bin hier ursprünglich, also ich hatte vor, hier reinzukommen, eben wegen dem Thema, weil ich mich viel mit dem Thema auskenne und einfach so ein bisschen auch meine Sicht der Dinge darlegen möchte, wie es ist, wenn man eine Transfrau ist und wie da eben diese Sozialisierung, wenn die Eltern oder andere Menschen nicht wissen, dass die Person gegenüber trans ist, wie da die Sozialisierung stattfindet. Und auch da habe ich gemerkt, auch da habe ich gemerkt, ich bin auf einem erzkonservativen Dorf groß geworden und da war eben dieses klassische, und man muss es so nennen, ich nenne es so ein klassisch toxisches Bild, Männlichkeitsbild vorangepriesen, dass der Mann dafür verantwortlich ist, im Fall der Fälle immer für das Einkommen zu sorgen, dass er immer gucken muss, was ist das Beste für die Frau. Und da geht es nicht darum, wenn die jetzt überfallen wird oder angegriffen wird, die zu verteidigen. Das hat natürlich was mit
Gerechtigkeit zu tun. Mir fällt das andere Wort gerade nicht ein. Dass man eben andere Menschen schützt, wenn sie angegriffen werden. Worum es aber bei diesem Bild geht, und das ist auch das, was vorhin beschrieben worden ist, ich weiß nicht mehr, wer genau das beschrieben hat, aber vorhin beschrieben worden ist, ist dieses, man muss eine Frau beschützen und das immer, und das ist so ein, das ist eben ein toxisches Bild, weil wir Männern... Ich glaube, es hat Leon gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich will es keinem angreifen, der es nicht gesagt hat, deswegen... Nee, macht nichts. Sprich einfach. Man muss, wenn man darf dieses Bild nicht... man darf nicht sagen, du musst das immer machen, weil es dann dafür sorgt, dass so ein bisschen, weil es ganz oft dazu führt, dass Männer dadurch ihren Partnerinnen weniger Freiheiten lassen. Das hast du ganz oft. Männer, die sozialisiert werden, von wegen sie müssten sich um ihre Frauen kümmern, da endet das ganz oft darin, dass sie ihnen dann auch Sachen verbieten, wie du darfst nicht in den Club gehen, weil da sind ja andere Männer. Du darfst keinen Rock tragen, weil du könntest ja, ich will es nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, ob das Leute triggern könnte, aber da könnte ja was passieren. Du darfst dich nicht zu sehr schminken, das finde ich nicht schön und. Das kommt alles durch diese klassisch männliche dieses klassische Männlichkeitsbild, was viele von uns im Kopf haben. Oder Aussagen wie, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen, was ja auch dafür sorgt, dass wir dass Männer im Erwachsenenalter Probleme in sich reinfressen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die durchgeführten Suizide bei Männern so viel höher sind. Die Versuche sind ziemlich gleich, die erfolgreichen, oder was heißt erfolgreich, ist das falsche Wort, aber die durchgesetzten sind deutlich höher bei Männern, aber sie härteren Mittel greifen, aber auch eben wegen diesem ein Mann darf nicht weinen Bild, das wir ja alle noch kennen. Ja, man muss da ganz kurz dazu sagen, wir haben da tatsächlich uns auch mit beschäftigt in der Vorbereitung auf diese Sendung, und das können wir ganz kurz mal einblenden. Wir haben nämlich tatsächlich diese Suizide mal uns angeschaut, wie viele das sind, auch gerade im Vergleich. Also wir sehen, in 2022 wurden knapp 10.000 Suizide begangen, davon circa 75% von Männern. Das ist jetzt erstmal so, das ist sehr viel, aber dazu gesagt werden muss, dass das alles Männer sind, 60 plus. Also sehr alt, relativ wenig junge Menschen sozusagen. Die Masse ist da schon sehr viel älter. Andererseits, die Wahrscheinlichkeit für eine Depressionsdiagnose liegt bei Frauen mit 15,8% deutlich höher als bei Männern. Das nur kurz der Vollständigkeit halber. Also wir sehen, Männer sind doch suizidal eher gefährdet, gerade im höheren Alter. Die Frage an Fabian würde ich gerne weitergeben. Woran kann das denn liegen? Darf ich da was ganz Wichtiges zu sagen? Weil es wurde so halb... bei den Suiziden ist wichtig zu erwähnen, dass die Suizide zwar bei den Männern höher sind, aber die Suizidversuche ziemlich gleich sind. Der Grund ist, dass Männer bei Suiziden zu deutlich härteren Mitteln greifen. Also wenn man das sich anschaut, wie viele Suizidversuche es gibt und wie viele tatsächliche Suizide, sieht man, dass die Versuche ziemlich ausgeglichen sind, währenddessen die Suizide bei Männern deutlich höher sind. Das finde ich, ist da wichtig zu erwähnen. Können wir jetzt hier gerade gar nicht checken. Würde ich gerne mal an die Redaktion im Hintergrund geben, ob ihr das mal kurz checken könnt. Kadi, kannst mir dann gerne aufs Ohr sagen, wenn du da irgendwas gefunden hast. Ansonsten würde ich die Frage aber gerne an Fabian erstmal weitergeben, woran das liegen könnte. Sagst du nochmal deine Frage? Warum die Suizidrate bei Männern höher ist als bei Frauen, beziehungsweise warum so viele Männer auch mit dem Gedanken spielen? Also, dass Männer sich häufiger erfolgreich suizidieren, liegt tatsächlich an der Wahl der Mittel. Tatsächlich wählen die härtere Mittel, und ich glaube auch, dass das möglicherweise wieder mit einem Bild von Männlichkeit zu tun hat. Also die gehen dann sozusagen auf Nummer sicher. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass die im Vorfeld sich ganz lange zu wenig Hilfe suchen. Also es gibt zu wenig Hilfeangebote, und es wird von vielen Männern natürlich auch als unmännlich angesehen, früher in die Beratungsstellen zu gehen. Also wir haben weiterhin in Deutschland keine ausgebaute Infrastruktur für Männerberatung, für Männer und psychische Probleme. Ihr habt das ja auch gesagt, dass da die Rate für oder die Erkrankung an Depressionen bei Männern viel weniger erkannt wird. Hat einfach damit zu tun, dass bei Männern Depressionen häufig andere Symptome haben. Das sind nämlich die typischen
typischen Symptome des sich Zurückziehens sich nur noch mit sich selber beschäftigen und in diese tiefe Trauer verfallen, sondern tatsächlich wird dort die Depression anders bewältigt, tatsächlich eher mit nach außen gehenden Aspekten. Diese Männer sind dann tatsächlich erstmal eine ganze Weile sehr aktiv, weil sie einfach weiterhin ihrer Rolle entsprechen wollen. Also im Grunde genommen hat das wiederum mit dieser tief verwobenen, ansozialisierten Vorstellung von Männlichkeit zu tun, die sich eben auch in den Suizidraten ausdrückt. Es gibt da ganz viele andere Zahlen. Es gibt ein Buch von Boris von Heesen, Was Männer kosten. Da sind ganz viele Zahlen zusammengetragen, wo es zum Beispiel darum geht, dass Männer halt viel mehr schwere Verkehrsunfälle verursachen. Männer verunglücken aber auch viel häufiger bei der Arbeit. Männer sitzen mehr im Gefängnis und so weiter. Also es gibt da sowohl für Männer als für Frauen gibt es diese ganzen Gaps. Also bei Frauen sind es ja eher so der Gender Care Gap, der Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und so weiter. Und für die Männer sind es dann aber tatsächlich eben dieser Gender Suicide Gap oder Gender Prison Gap und so weiter. Also es gibt dafür beide, wenn wir bei den zwei Geschlechtern erstmal bleiben, gibt es dafür beide Seiten bestimmte Über- und Unterdiagnostizierungen und bestimmte Phänomene, die halt überwiegend von Männern oder von Frauen begangen werden. Interessant, Leon. Da würde mich jetzt in dem Zug mal so interessieren, sprichst du häufig über deine Emotionen? Wenn ja, mit wem machst du das? Oder bist du auch eher so ein Typ, der das mit sich selber ausmacht, weil du vielleicht auch sagst, ey, ich muss ja der Starke sein, ich kann nicht anders? Also tatsächlich, ich befinde mich gerade in Mexiko übrigens. Ich bin gerade in Mexiko, in Tulum. Und tatsächlich, tatsächlich gibt es hier sowas wie Men's Groups. Und das ist, das wird organisiert von Leuten, die sich gesagt haben, die möchten einen Safe Space haben für Männer, sich zum Treffen und sich zu öffnen quasi. Und das mache ich regelmäßig. Also ich gehe hier in diese Men's Circles, in die Men's Group rein. Und da sitzen wir dann halt mit verschiedenen Männern aus verschiedenen Nationen, verschiedener Altersgruppen und sitzen dann da und sprechen über die Dinge, die uns im Leben so beschäftigen. Und das tut extrem gut. Und da im Intro von diesen Groups wird auch immer wieder erwähnt, dass quasi die Selbstmordrate bei Männern extrem hoch ist und dass es wichtig ist, dass wir uns auch hinsetzen und miteinander unterhalten. Und das machen wir hier tatsächlich. Und eine andere Sache, die mir extrem geholfen hat, ist halt einfach das Bewusstsein, Meditation. Ich mache viel Meditation, ich beschäftige mich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen und versuche das zu beobachten. Und somit habe ich eine gewisse Distanz mittlerweile zu den Dingen, die mal reinkommen von Gedanken oder von Emotionen, sodass ich mich nicht lange daran festhalte und die Dinge auch wieder gut loslassen kann. Und die Umgebung hier in Mexiko hilft mir dabei auch, durch Strand, Palmen etc. pp. Also ich habe eigentlich einen sehr guten Zugang zu mir und meinen Emotionen. Was ich nochmal sagen wollte zu der Selbstmordrate ist, dass ich glaube, dass es halt auch leider so ist, dass die männliche Experience in der Welt, gerade in der aktuellen Gesellschaft, die Leute nicht mehr so krass interessiert. Ich habe das Gefühl, der Fokus liegt auf Feminismus, der Fokus liegt darauf, wie können wir es für Frauen besser machen, und dabei fallen die Männer ein bisschen hinten runter, habe ich das Gefühl. Man kümmert sich nicht so extrem darum, wie es Männern eigentlich geht. Das interessiert viele Menschen heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so krass, und wir haben Druck von mehreren Seiten. Zum einen von dieser Seite, die ihr auch kritisiert habt, von dieser, ein Mann muss so sein und er muss stark sein und er darf nicht weinen und er darf keine Emotion zeigen. Auf der anderen Seite auch von den Leuten, die uns sagen, ihr müsst weicher sein, ihr müsst softer, ihr müsst mehr Emotion zeigen. Und viele Männer sind da, glaube ich, auch verwirrt einfach heutzutage, weil es auch nicht mehr so eine klare Linie gibt, an die man sich halten kann, sondern ja, man wird von vielen Seiten beeinflusst. Und die Experience als Mann heute in der heutigen Welt, meiner Meinung nach, ist wirklich nicht so einfach, und ich finde, wir sollten den Fokus auch ein bisschen darauf legen und für uns auch, also dass man da auch den Wert drauf legt, wie geht's den Männern eigentlich? Aber Leon, ganz im Ernst, das würde ich auch denken, aber damit müssen wir ja selber anfangen. Also wir Männer müssen in unseren Communities anfangen, darüber zu sprechen, wo fühlen wir uns denn unter Druck und wo sind wir denn verwirrt? Und das, da fängt es, glaube ich, schon an, dass viele Männer da gar nicht so in der Lage dazu sind oder vielleicht das auch nicht wollen, weil sie sich dann irgendwie schwach fühlen oder so. Aber also wenn, dann müssen wir das selber tun.
Also die Frauen haben lange genug dafür gekämpft, dass sie die Hälfte des Kuchens abbekommen sozusagen. Die queere Community ist da immer noch total am struggeln. Und wir Männer sind da wirklich aufgerufen, diese Dinge selber zu tun. Ich glaube halt, was auch... Wie nimmst du das wahr? Ich möchte eine ganz wichtige Sache sagen, weil das ist auch schon erwähnt worden, aber ich finde das extrem wichtig. Meditation ersetzt keine professionelle Hilfe. Ja, Meditation kann bei Menschen helfen. Ich will es nur, weil es erwähnt wurde, ich will es nur kurz eingeordnet haben, weil es ist wichtig. Darum, Meditation kann helfen. Ich glaube, das wollte Leon auch nicht sagen, aber Meditation kann helfen. Ich will nur sagen, dass Meditation auf jeden Fall deine Beziehung zu dir selbst verbessern kann, als Mensch. Ich will es nur erwähnt haben, dass es nicht, dass wenn man mit solchen Gedanken, wenn man solche Gedankengänge hat, dass man sich professionelle Hilfe suchen soll. Es gibt die Telefonseelsorge, es gibt verschiedenste Notfalltelefone für die verschiedensten Probleme, an die muss man sich wenden. Das ist das Erste. Das Zweite, um auch auf die Frage mit einzugehen, das Problem, was genannt worden ist, existiert so nur teilweise. Feminismus ist nicht nur Frauen besser machen. Feminismus hat das Ziel, Ungerechtigkeiten, die zwischen den Geschlechtern herrschen, abzuschaffen. Und dazu zählt natürlich eben auch Sachen, die Männer betreffen, die zwar deutlich weniger sind, aber darum geht es ja nicht, ob es mehr oder weniger ist, sondern diese Sachen sollen aufgebrochen werden. Und genau darum geht es ja beim Feminismus. Und nicht darum zu sagen, der Frau soll es besser gehen. Wenn man jetzt aber gegen den Feminismus geht und sagt, ja, Feminismus ist schlecht, wird das für Männer auch nicht besser, sondern dann rutschen sie weiter in diese von der Gesellschaft mehr oder weniger vorgegebene Männlichkeitsrolle, dass man erfolgreich sein muss als Mann, dass man übelst viele Muskeln haben muss. Das ist ja auch so ein Bild, was man von Männern oft hat, dass, was nicht schlecht ist, wenn man es hat, aber dass das sollte solche Bilder, die wir kennen, sollten keine Vorgabe sein für Männlichkeit, sondern ein du kannst so sein, musst aber nicht so sein. Es ist auch kein Problem, wenn du so bist. Das ist eine Frage der Perspektive. Übrigens, weil wir gerade eben über Suizid- und Hilfeangebote gesprochen haben. Wir haben für euch im Chat gerade mal eine kurze Linkliste mit Hilfeangeboten gepostet. Falls ihr Hilfe benötigt, könnt ihr gerne darauf zurückgreifen. Passt auf euch auf. Das ist das Wichtigste. Lea, einen Take noch, danach muss ich wirklich tauschen, das ist schon wieder Schlange. Ich will nur zu der eigentlichen Frage nämlich noch, weil die Frage ist ja, wann ist ein Mann ein Aber Mann? Aber kurz bitte. Unbedingt was sagen. Ja, es ist kurz Ganz gefasst. Kurz, ja? Aus meiner Sicht ist ein Mann dann, wenn er sich als Mann sieht, weil wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen geschlechtlich und, also biologisch und gesellschaftlich, und wenn eine Person für sich sagt, ich fühle mich nicht als Frau, ich habe mich auch noch nie als Frau gefühlt, ich bin ein Mann, ich bin ein Transmann, dann ist das ein Mann. Und da sollte es egal sein, was eine andere Person darüber denkt, weil die ist nicht in dem Körper, die muss nicht mit den Problemen kämpfen, mit dem ein Transmann oder auch bei Thema Frau, Transfrauen mit zu kämpfen haben müssen, sondern die Person, die eben trans ist. Und deswegen gilt für mich die Devise, wenn mir eine Person sagt, sie ist ein Mann, sie möchte mit männlichem Namen und mir den Namen nennt und männlichen Pronomen angesprochen werden, dann habe ich das zu respektieren, weil alles andere ist für mich aus meiner Sicht persönlich respektlos, wenn man diesem Menschen eine Existenz damit abspricht, weil man sagt, nein, du existierst so nicht, wie du sagst, wie du bist. Okay, gut. Lea, ich danke dir vielmals für deine immer wirklich sehr interessante Perspektive. Wir wollen eher so beim Thema bleiben jetzt. Deswegen auch nochmal durchtauschen. Vielen Dank, dass du da warst heute Abend auch wieder. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal vielleicht auch wieder dabei bist, wenn du Lust hast. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Sei gerne wie alle im Chat am Start noch. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. So, wir tauschen durch. Geschwind. Hallo. Hey. Schön, dass du da bist. Oh, geil. Es funktioniert schon wieder ohne Entmuten. Nice. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Hallo, ich bin Ole Liebel. Ich bin Autor und ich mache TikToks. Ja, genau. Viel zu feministischen Themen. Immer so Geschlechtersachen. Viel Buchkritiken, Filmkritiken. Genau. Und deswegen bin ich wahrscheinlich hier. Ja, genau. Deswegen haben wir dich eingeladen, Ole. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir auch durch dich nochmal eine andere Perspektive auf das ganze Bild Männer bekommen. Du bist queer und mich würde interessieren, mit welchem Männerbild du denn insgesamt aufgewachsen bist und ob das was dazu geführt hat, dass du der Mann wurdest, der du heute bist. Ach Gottchen, also ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden. Da sind Dinge noch sehr traditionell. Also war jetzt auch keine
keine besonderen Familienverhältnisse oder so. Also eine Großfamilie, ja, okay. Und ich glaube, das geht mit so Großfamilien ein bisschen einher, wenn du halt siehst, so alle Kinder wachsen in derselben Familie auf, aber alle werden komplett anders. Also meine Eltern waren halt wahnsinnig entspannt. Ich bin auch Drilling. Das heißt, und wir haben noch Zwillingsgeschwister. Das heißt, keine Ahnung, wir haben halt 5 Kids und wir haben immer zusammen gespielt und da gab es auch nicht so eine Trennung, dass man jetzt irgendwie so Jungsspiele oder Mädchenspiele macht. Meine Mutter kam ins Zimmer, hat eine riesige Kiste Spielzeug über uns gekippt und dann war einfach erstmal, keine Ahnung, eine Zeit lang haben wir halt gespielt mit allem Möglichen und ob es jetzt Autos waren oder Puppen, ist irgendwie total egal. Auch bei so vielen Kindern muss man auch mal gucken, wegen Klamotten und so. Also wenn da jetzt die Hosen irgendwie im Angebot waren, dann wurde da ein Schwung gekauft und haben die alle angezogen. Also auch da war das jetzt nicht so krass irgendwie rosa für meine Schwester und für uns Jungs halt blau. Mhm. Und als es dann so in die Pubertät so reinglitt, war halt auch so klar, ja, ich bin halt nicht hetero und ich habe jetzt auch noch nie so ein krass geschlechtskonformes Verhalten an den Tag gelegt. Ja, also da merkt man halt schnell, gerade im Dorf, wo halt, sag ich mal, da kennen die Leute sich und so, da ist jetzt auch nicht wie in Großstädten, dass man da jetzt das andere die ganze Zeit auch auf der Straße zu sehen ist, musste ich mich halt relativ früh damit auseinandersetzen, nicht so ganz reinzupassen. Muss aber sagen, dass das eigentlich immer ganz, ganz gut soweit lief. Ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen und relativ extrovertiert, auch exzentrisch, also weiß ich nicht, bin dann einfach mal ein Jahr im Bademantel rumgelaufen, weil ich The Big Lebowski gesehen hatte und dann ist man auch ein bisschen irgendwann so, wir wissen schon, wie ich meine, also man ist halt irgendwann so der Freak und dann ist man halt in der Schublade drin und da kann man sich dann auch irgendwie drin bewegen und hat so ein bisschen diese Narrenfreiheit, das war eigentlich ganz, ganz nett. Für mich ist Männlichkeit deswegen gar nicht so ein großer Orientierungspunkt gewesen, es war für mich nie besonders wichtig. Und ich meine, ich beschäftige mich jetzt theoretisch sehr viel damit, so mit meinen ganzen Büchern hier. Und ich glaube, es ist oft so, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto, also mittlerweile, ich habe so viel über Männlichkeit gelesen oder über Geschlechtlichkeit, ich check gar nichts mehr. Also, weil es irgendwie so alle Jahrzehnte kommt irgendwas Neues auf und neue Theorien und wie kommt das zustande und weiß ich nicht, Gesellschaften, die sich umwälzen und je nach Kulturkreis und je nach Klasse und je nach Milieu, also da steige ich irgendwann komplett aus. Deswegen ist für mich Männlichkeit was ich sehr äußerlich betrachte, was sehr abstrakt mir auch oft vorkommt und mir ist es persönlich total egal, ob er mich irgendwie männlich wahrnimmt oder weiblich oder welche Pronomen man für mich verwendet, das ist mir alles nicht so wichtig. Ich finde, menschliche Qualitäten, die uns alle was angehen, sind ungeschlechtlich. Also sowas wie Nähe zu zeigen und Ehrlichkeit und Vertraulichkeit und nicht wahr füreinander da sein. Also da sehe ich jetzt nicht, warum das jetzt besonders Männer oder Frauen betreffen sollte. Oder aber auch sowas wie klassische männliche oder weibliche Eigenschaften wie Mut oder Einfühlungsvermögen. Also es gibt krass mutige Frauen und ich bin auf jeden Fall eher von der Ich-hau-ab-Fraktion. Leon, das widerspricht ja so ein bisschen deinem Bild, weil du ordnest ja schon klar männliche Attribute und weibliche Attribute zu. Wie geht's dir denn damit, wenn du sowas hörst, wenn es eine ganz besondere Perspektive wie Ole haben, der sagt, ey, das ist für mich komplett aufgelöst. Kann man das überhaupt auflösen aus deiner Sicht, die Männlichkeit? Als allererstes würde ich sagen, also bitte. Achso, Entschuldigung, Leon, ich habe Ole, ist auch sorry. Sorry, die Frage, nee, die Frage wollte ich alles an Leon stellen. Sorry. Alles gut. Was ich noch erstmal vorweg sagen wollte, ist, dass ich gut finde, was der Ole gesagt hat zum Thema, dass es ihm eigentlich egal ist, was andere Leute über ihn denken, sondern dass er sich seine eigene Wahrheit quasi lebt. Im Gegensatz zu dem, was der Kandidat vorher gesagt hat, von wegen, du musst mich mit diesen Pronomen ansprechen und wenn du das nicht tust, dann ist das ein Angriff auf mich. Aber da wollte ich einfach nochmal dazu sagen, ist ja, jeder lebt ja in seiner eigenen Wahrheit im Endeffekt. Jeder hat ja sein eigenes Bild. Kandidatin, oder? Es war Lea, meine ich. Ah, okay. Sorry. Kurz. Leer. Ich glaube, ja. Alles egal. Klar. Weiter, ja. Was ich nur sagen wollte, ist, dass es wichtig ist, von was du selbst überzeugt bist und was du für dich fühlst. Ich kann meine Wahrheit nicht allen Menschen aufdrücken. Ich kann nicht sagen, dass jeder Mensch die Welt so sehen muss, wie ich die Welt sehe. Weil wir leben nun mal alle eigentlich in unserer eigenen Welt und haben alle eine eigene Meinung und haben alle eine gewisse Wahrheit, die wir einfach leben. Und deswegen finde ich es gut, dass Ole gesagt hat, dass es ihn nicht wirklich interessiert, was andere Leute sagen, solange er selber weiß, was er ist und was er nicht ist. Und dann zu der klassischen Rollenverteilung. Ich meine,
das ist quasi so die die Quintessenz davon ist, dass ich jetzt nicht getriggert bin, wenn jemand anders das nicht so sieht wie ich. Wichtig ist ja einfach, dass ich meine Wahrheit habe, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich weiß, was ich möchte, wenn ich eine Familie gründe oder in meiner Partnerin und dann jemanden finde, der damit matcht, der das genauso sieht wie ich, dass wir einfach eine harmonische, glückliche Familie gründen können. Das heißt aber nicht, dass Ole das genauso sehen muss wie ich. Der muss ja das nicht genauso sehen mit der klassischen Rollenverteilung und dass ein Mann das in der Familie zu tun hat oder was ich präferiere, muss er ja nicht präferieren. Deswegen, ich will das niemandem aufdrücken im Endeffekt, was meine Ansicht ist. Also eigentlich dann doch wieder kommt ihr beide irgendwo zusammen. Ne? Also an irgendeinem Punkt treffen wir uns irgendwie alle wieder. Ich würd gerne nochmal durchwechseln. Leon, du warst ja jetzt auch schon ein bisschen länger da. Ich fand deine Perspektive sau erfrischend. Danke, dass du dir aus Mexiko die Zeit genommen hast. Grüße in die Sonne. Ich sehe da im Hintergrund schimmert es schon so. Kann ich eine Sache noch sagen vielleicht? Ein Take, ganz kurz? Ja, kurz bitte. Ja, klar. Und zwar wollte ich sagen, dass am Ende des Tages Menschlichkeit und Liebe an erster Stelle steht für mich. Und ich glaube, wenn wir uns alle als Menschheitsfamilie darauf einigen können, dann können wir auch gewisse Meinungsverschiedenheiten und Probleme in der Gesellschaft lösen. Wenn wir sagen, wir sind am Ende alle Menschen und wir wollen am Ende eigentlich alle geliebt werden und wir sollten auch lieben. Und ich habe im Chat gesehen, dass viele gefordert haben, dass ich rausgeschmissen werde, weil ich eine gewisse Meinung habe bei verschiedenen Themen. Und das finde ich eine Sache, die sehe ich als gefährlich. Wenn wir es nicht mehr zulassen, dass wir miteinander reden und unsere Perspektiven miteinander austauschen und dann schauen, dass wir vielleicht eine Basis finden irgendwo, wo wir uns drauf einigen können. Weil ich glaube, es ist einfach so, dass jeder Mensch eine andere Meinung hat. Und ich finde es nicht gut, wenn man Leute ausschließt, weil die eine gewisse Meinung haben. Und deswegen wollte ich Danke sagen an die Plattform, dass ich hier sprechen konnte und ja, Liebe an jeden von euch und Liebe auch an den Chat, auch wenn ihr mich nicht mögt, ich liebe euch trotzdem und ja, seid immer offen und redet mit Menschen. Solange wir noch reden, ist alles gut. Okay, vielen Dank dir, Leon. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen guten Tag, glaube ich, ne, in Mexiko. Ja, ist ein guter Tag, ja, 15.30 Uhr. Klar, bis dann. Ciao, ciao, mach's gut. Ciao, danke, ciao. Oh shit, Bro. Damit hat jetzt keiner gerechnet hier. Boah, einfach bei ARD am Start gewesen. Ich küsse doch euer Herz. Wer war derjenige, der das empfohlen hat? Wer war derjenige, der mir Bescheid gesagt hat, dass es da einen Talk gibt und dass ich da einschalten soll? Krass, ich schwör's dir. Aber ich meine das auch wirklich ernst, Freunde. Ne? Also die Sachen, die ich gesagt habe, ich meine das wirklich ernst, dass wir uns am Ende des Tages eigentlich alle auf Menschlichkeit und Liebe einigen sollten und versuchen sollten, miteinander harmonisch klarzukommen. So. Und ich hoffe, dass die Message auch rübergekommen ist, weil ich habe im Chat gelesen, also das ging wirklich ab. Die haben gesagt, nein, so einem rechten Typen darf man keine Plattform geben und man darf den nicht reden. Ich fand das echt krass. Egal, was ich gesagt habe, haben die Leute an der Seite im Chat geschrieben, nein, das stimmt nicht und das ist toxisch und du bist ein schlechter Mensch und der hat gesagt, Corona, bla, der hat so, übrigens, der ist kein Maskenfan. Die ganze Zeit, Bruder, egal was ich gesagt habe, war toxisch oder rechts oder irgendwie böse. So. Und das halt von Leuten, die angeblich sagen, dass sie open-minded sind und dass die für Rechte für andere Menschen kämpfen und so, das finde ich immer so ein kleiner Widerspruch. Wenn die sagen, wir sind liberal und wir möchten, dass jeder Mensch eine Plattform bekommt und alles soll akzeptiert werden und dann jemand, der traditionell redet und der vielleicht traditionelle Rollenverteilung bevorzugt, den dann canceln zu wollen. Oder weil er eine andere Meinung hat, so.